Schalke Liga! Liebe! FC Schalke, meine Legende! Eine Liebe, die niemals endet! Buongiorno, 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 meine YouTube-Freunde, Sportskammern und Schalker-Freunde. Ja, gestern war das Spiel gegen Blau-Weiß Lohne, unser zweites Testspiel. Blau-Weiß Lohne spielt in der neuen Saison in der Regionalliga Nord. Sind ja die Saison noch aufgestiegen von der Oberliga in Niedersachsen, sind Meister geworden, aufgestiegen jetzt in der Regionalliga, haben den Niedersachsen-Pokal gewonnen. Spielen auch dann in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde. Da treffen sie auf den FC Augsburg. Ja, das Testspiel war ordentlich. Die erste Halbzeit war wirklich ordentlich. Die erste Elf gestern, die gespielt hat, war im Tor Heckeren. Dann die Viererkette mit Aydin, rechts, links Obian und in der Mitte Cissé und Palzen. Ich denke mal, Palzen wird jetzt mehr öfters in der Innenverteidigung spielen als im Mittelfeld. Weil Innenverteidiger kann er ja auch spielen. Hat er in der Vergangenheit auch mal gespielt bei Darmstadt. Bei uns hat er mal ein Freundschaftsspiel gemacht. Und weil im Mittelfeld ist für ihn, denke ich mal, wird das schwierig. Und Cissé Palzen waren in der Innenverteidigung in der Mitte. Dann Sechser, Latzer und Kraus. Das, sage ich schon mal jetzt, könnte unser neuer Traummittelfeld sein, als Sechser, die beiden zusammen, Kraus und Latzer, könnte möglich sein. Ja, und vorne vor den Mollet und Salazar und vorne drin Terode und Polter. Es waren schöne Spielzüge zu sehen, muss man wirklich sagen. Wirklich, waren schöne Spielzüge gesehen. Was mich aber imponiert war, hat nicht jetzt wir haben ja nicht so viel, in der ersten Halbzeit haben wir kaum was draufgekriegt, aber der Cissé, wie er von hinten das Spiel eröffnet, ey, war nicht schlecht, war nicht schlecht. Ist nur eine Vorbereitung, aber okay, war nicht schlecht. Zum Beispiel zum 1-0 zum Latzer, da war Cissé auch mit beteiligt. Von hinten langer Ball, aber er hat den Terode gesehen, er kam entgegen, schön lang. Terode hat einfach mit der Hacke, glaube ich, weitergespielt und Latzer hat den schön wirklich in den Giebel reingehauen. Dann hat der Cissé, ich weiß nicht, bei welchem Tor nochmal, war auch wieder so ein langer Ball zum Salazar, das war das 6-0, von der eigenen Hälfte, wirklich ein Diagonalball auf Salazar, auf den Fuß, wirklich 40, 30 Meter langer Ball, kann auch länger sein, könnte möglich sein, auf Salazar, dadurch ist das 6-0 entstanden, wirklich dieser Cissé spielen nach vorne, endlich haben wir einen vielleicht von hinten, der das Spiel mal öffnet, ist auch immer sehr, sehr wichtig, einen Innenverteidiger zu haben, der mal ein Spiel öffnet von hinten. Der hat mir gestern auch imponiert in der Hinsicht mit dieser Spieleröffnung. Unser Mittelfeld hat gar nicht mal so schlecht agiert, Latzer und Kraus. Kraus auch mit schönen Bälle in die Tiefe, den Polter, da 2-0 vorgelegt, auch schön gemacht. Und wenn der Latzer, sage ich noch immer, fit bleibt und sich nicht verletzt, dann haben wir wirklich ein starkes Mittelfeld mit Latzer und Kraus. Glaub mir, wenn die beiden sich immer mehr verstehen, hey, haben wir wirklich ein starkes Mittelfeld mit Salazar dazu. Aber die erste Halbzeit war okay, 6-0, kann man sich nicht beschweren, ist noch immer eine Vorbereitung. Hallo, wir sind nicht jetzt träumen schon, ey, wir werden Meister oder wir kommen in die Champions League oder wir kommen in die Europa League. Nein, es ist eine Vorbereitung, die Spieler müssen sich finden. Aber was ich wirklich gut fand, was der Kramer gesagt hat, das habe ich mir mal kurz hier aufgeschrieben, aber das könnt ihr hier gleich lesen. Er war nicht zufrieden. Ja, viele denken sich, hey, wir haben 7-0 gewonnen, da musst du doch zufrieden sein. Nein, er war nicht zufrieden. Und das finde ich gut. Er meckerte über die zweite Hälfte die Spieler, die gespielt haben. Fand ich gut. Das muss sein. Der muss sie auch wachrütteln. Er sagte, gerade der Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft sei Kramer wichtig. Das ist für einen Trainer wichtig, der Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft. So kannst du jeden Spieler besser machen.
Eine Vorbereitung ist dafür da, sich anzubieten, sich für Spielzeit zu empfehlen. Die Jungs, die in der zweiten Halbzeit auf dem Platz standen, sind gefragt, das anders zu gestalten. Da muss sich jeder Einzelne hinterfragen. Hey, Kramer, so gefällst du mir, so muss das auch sein. Auch kritisiert, auch bei einem Freundschaftsspiel. Wenn dir was nicht gefallen hat, kannst du das auch sagen. Und das ist auch dein Recht. Und er hat recht. Zweite Halbzeit war, ja, habe ich mir angeguckt. Boah, da war ja gar nichts. Die zweite Garde ist ja jedes Mal eine neue Formation, eine andere Formation. Aber wenn ich mich anbieten will, ich möchte gerne spielen oder ich möchte gerne in der Stammmannschaft sein, da muss mehr kommen, auch von den jungen Burschen und so alles. Weil in der zweiten Halbzeit haben gespielt, im Tor war der Langer, in der Abwehr mit Matriciani, Lode, Ciao und Çalhanoğlu, Mittelfeld, Flick, Idrissi, Lee, Sané, vorne Piringer, Bülter. Und diese müssen sich dann müssen mehr zeigen, wenn die wirklich spielen wollen. Mehr Biss, Hunger, du musst Hunger haben. Aber okay, wir haben das Spiel 7-0 gewonnen. Ist okay gewesen gegen einen Oberligisten, der jetzt in der Regionalliga aufgestiegen sind, kann man nie meckern. Wir müssen jetzt nur dran weiter hart arbeiten. Jetzt kommen die nächsten Spiele, Mittwoch gegen den SC Verl im Parkstadion, Drittligisten. Dann drei Tage später, Samstag, wieder gegen einen Drittligisten, wieder im Parkstadion gegen den SV Meppen. Da wird hart für die Jungs, die müssen dranbleiben und dass wir langsam eine Mannschaft formen, eine Stammmannschaft formen, ein Mittelfeld, die zusammenspielt. Und ich habe ein gutes Gefühl mit Kraus und Latzer, wenn Latzer verletzungsfrei bleibt. Ihr habt ja gestern gesehen, hat er auch zwei Hütten gemacht, wenn er langsam in Tritt kommt. Aber er muss verletzungsfrei bleiben, damit er den Latzer kennt, den wir alle lieben. So, schreibt ihr in den Kommentaren, wie ihr das Spiel gesehen habt. Oder die vor Ort waren. Auf YouTube siehst du das dann immer anders, als wenn du im Stadion bist. Aber ich habe gesehen, bei Cissé mit seinen langen Bälle, Spielöffnung nicht schlecht. Im Mittelfeld hier mit Latzer und Kraus, auch Mollet. Mollet dürfen wir auch nicht vergessen. Wird interessant, das wird ein richtiger, schöner, um den Stammplatz im Training, ich weiß nicht mehr, wie war, jetzt bin ich durcheinander, Konkurrenzkampf. Fürs Mittelfeld da mit Gas gegeben, das will ja auch der Kammer, der Konkurrenzkampf, nur so kann man sich verbessern. So, schreibt reichlich in die Kommentare, ne? Ich grüße euch aus dem schönen Urlaub Türkei, ciao, ciao, euer Schalke. Zweite Liga!